Hallo, moin moin. Hallo, herzlich willkommen. Es geht weiter mit Ark. Ja, und wir sind auf dem Weg nach Hause von unserer Boss-Niederlage. Ja, hallo, moin moin. Beziehungsweise, ich sehe das gar nicht als Niederlage. Ich sehe das auch nicht mehr sportlich als erster Versuch und fertig. Genau. Eigentlich ist es ja auch nichts weiter gewesen. Ja, wir müssen dahin zu der Insel. Okay. Wir sind da auf dem richtigen Weg. Jo. Alle da. Okay. So, wir müssen schon wieder runter. Ja, das ist mit dem der Christa nix. Hey, warum bist du denn so langsam, Pfeibel, hä? Du kannst doch schneller fliegen. Nase, du. Oder stimmt das Verhältnis nicht? Na gut, komm, wir gehen weiter. Du müsstest doch Ausdauer genug haben. Wir sind gleich da. Wie gesagt, bringt eure Rüstungen und Waffen in Ordnung. Ja. Guckt, ob ihr genug Material habt. Also mein Barren möchte ich nicht mit da reinnehmen. Nee, wenn dann jeder ein T-Rex. Ja, das ist glaube ich nur Spock, der ein T-Rex hat, ne? Ja, müssen wir halt noch zwei holen. Zwei hochlevelige. Ja. Aber das wäre nicht schlecht. Noch welche? Wir haben genug Kampfdinos dabei, keine Sorge. Ja gut. Wir können ja auch die vielen kleinen, da sind ja genug kleine. Warum geht denn das jetzt nicht? Eine Dreiergruppe Raptoren oder sowas. Ja. Damit wir den Teambonus haben. So. Komm, weiter ihr beiden. So. Jetzt fliegen wir mal schnell hier rüber. Sind wir auch gleich zu Hause. Können wir neue Rüstung machen erstmal. Da brauchen wir Gott sei Dank nur Leder für. Pfeifel, wo bleibst du? Beweg deine Schwingen ein bisschen schneller. Oh, das ist schon eine kleine Rakete hier. Also. Keine Ausdauer. Ui, hier läuft ein Dings rum. Auch ein Dingsbums? Nein, aua, der hat uns gehauen. Ein Dingsbums, wie heißt der denn? Ich weiß nicht, wie der heißt. Der dieses Fell hat, weißt du? Mit den langen Krallen, Spock. Ja, den haben wir doch auch hier stehen. Wollen wir dich noch einfangen? Den dann jetzt hoch zu leveln, bis wir den gebrauchen können. Dauert zu lange, so, ne? Ach so, genau. Ja, so geht ja auch noch. Ja. Na gut, dann nehmen wir das, was wir haben. Ich gucke jetzt gleich erstmal in die Schränke. Pfeifel, wo steckst du? Weil was treibst du denn da hinten? Komm hier hoch. Du musst doch nicht da in der Mauer festhängen. Also, wenn ich weiter in die falsche Richtung fliege, dann komme ich nicht auf. Hast du dich immer mehr entfernt, oder was? Ach nee, durchs Kämpfen. Ah. So. Ah ja, komm. Ja, setz dich irgendwo hin. Ja, wunderbar, machst du das. Wenn ich U gedrückt habe, ist Folgen raus, ne? Ja. Okay. Gut, da kann ich die Beine nämlich wieder hochsetzen. Ups, nein. Zu früh abgestiegen. Erst hinsetzen. So. Ich will immer über die Mauer springen. Blödsinn. Hey, warum stehst du denn da? Woher hast du das bloß, dass du über die Mauer springst? Ja, weil ich die Gleitdings. Das Tier ist nicht hier.
Ja. Ich glaube, da hätten wir etwas weniger Probleme, wenn wir den bei uns hätten. Ja. Vor allen Dingen nicht mit dem Level. Achso, ich muss erstmal Dings in Sicherheit bringen oder hier hochpacken. Komm mal her, Feibel, hast du prima gemacht, bist gut gefolgt. Mal ein bisschen loben. So. Hopp. Auch mit nach oben. So. Jawohl, siehst du. Passt doch. Jetzt gucke ich noch mal, ob wir noch ein bisschen Leder haben. Was hast du denn da alles? Okay. Du kriegst ein bisschen leckeres Fleisch. Guck mal. So. Du warst auch gut. Du hast auch gut geholfen. Oh ja, du kannst das Fleisch behalten. Oh, ach, die habe ich da reingetan. Ich habe die Munition in Kristall reingepackt. Zumindest die Scharfschütze-Munition. So. Ja, ich weiß nicht, die bringt nicht viel. Diese Waffen haben alle ein Magazin zum Nachladen. Nach ein paar Schuss. Der Revolver ist zu langsam. Wenn überhaupt, dann bleibt nur das Scharfschützengewehr. Aber habe ich noch eins Einfaches? Ein Einfaches. Das gucken wir später durch. Jetzt machen wir erstmal Klamotten. Da. Ne, ich glaube, das können wir sogar so machen. Ne? Leder. So. Jawohl. Einmal, zweimal, drei, vier, fünf. So, dann machen wir gleich eine zweite, würde ich sagen. Und die lassen wir auch so. Oder soll ich die ruhig? Vielleicht sollte ich die doch. Ja, die Haltbarkeit ist dann höher, ne? Wenn du sie aufwertest. Ja, ja. Ich glaube, dann machen wir das doch. Leder haben wir ja genug. Ich glaube, im Schrank ist auch noch. Fasern müssen wir haben, ne? Nein, tja, da haben wir auch genug. Notfalls müssen wir auch. Ich habe doch nicht genug. Naja, also rein. Wird schon klappen. Da. So, eins, zwei, davon. So, nächstes Mal lassen wir das im Vogel drin. Die zweite. Ja, das war auch so ein Fehler. Den haben wir aber alle gemacht, ne? Ja, wir waren etwas zu zuversichtlich, würde ich sagen. Achso, Moment, das Leder muss noch dazu. So. Ist doch ganz schön hart, der. Oh mein Gott, da möchte ich nicht wissen, was bei dem Roten passiert oder bei dem anderen. Ja! Wenn wir das schon nicht geschafft haben. So, dann bringe ich die erstmal alle ein bisschen auf den gleichen Level. Ja, die hat mehr Schutz an die Kleidung. Das ist schon deutlich zu sehen. Ja, so, da nochmal. Ja, bei der Jacke haben wir jetzt schon 89. Die Hose 74. Ja, das ist noch am billigsten. Naja, man könnte natürlich mal versuchen, irgendwas aus Metall zu machen an Kleidung, ne? Aber ich glaube, das wird richtig kosten. So, auch fortschrittlich? Fortschrittlich? Ach so, oh, da bin ich schon weiter. Okay. Noch einmachen. Was fehlt denn? Ach, der ist schon. Nö, der ist ja, nicht. Und die nächsten Tiere auf jeden Fall mit den Kibbelfüttern. Ist die höher Level, damit sie ne? den Bonus kriegen. Ja.
Warum kann ich den jetzt nicht weitermachen? Was fehlt denn? Leder ist noch da. Achso, ich muss auf den Knopf drücken. So. Ich glaube, das ist schon mal gut. Warte mal, die mache ich jetzt nochmal. Ja. Achso, ich brauche Leder. Leder brauche ich noch. Okay, Leder. Wir haben keins mehr, wir müssen welches holen. Müssen wir nochmal raus. Ja, ich würde sagen, unsere Armee steht bereit. Jo. Okay. Hast du schon aussortiert? So leer hier. Ja. Ich muss mal eben Leder besorgen. Oder haben wir oben noch? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ich kann die nicht aufwerten, die Sachen. Ey, warum stehst du denn hier unten, Jumbo? Mitten in den Geräten, hm? Komm mal hoch. Das ist nicht gesund, so zu stehen. Da kriegt man ja Zuckung. So, hier kannst du schön. So, siehst du? Bleib schön da. Boing. Gegen die Wand. Was haben wir denn hier? Ja, ist auch nicht so viel. Haut uns nicht um. Ich glaube, ist durch, ne? Mal durch. Hm, ja. Das lassen wir drin. Haben wir denn noch was zu essen? Ich habe nämlich gar nicht mehr zu... Ah, wir haben noch was. Jawohl. Gut, das können wir schon mal hier reintun. Eine Wasserflasche brauche ich auch noch. Moment, ich will hier nochmal kurz gucken. Haben wir denn jetzt noch Artefakte für einmal da? Ich gucke gleich mal. Ich bin gerade oben am Ding. Wenn wir mal eben sehen, ob ich noch eine Feldflasche machen kann. Feldflasche, Flasche. Was haben wir da? Jawohl, das müsste klappen. Braucht doch jemand eine Feldflasche? Nö. Na, okay. So. Ach, was du aber machen könntest. Ja? Mir einen Stack Fleisch aus dem Grill rausholen. Ich habe 100... Achso, die sind unbedingt. Ja, kann ich machen. Weil ich habe schon... Manni, hast du denn genug Fleisch? Ich hab. Ja, gut. Ja, da müssen wir Neues reintun. Warte mal, ein bisschen Holz hier. Achso, das brauchte ich noch, ne? Nee, Holz nicht, Leder brauche ich. Das Fleisch rein. Wo ist es denn jetzt? Dann packe ich das jetzt. Ach, der war ja verschwunden. Na gut. Ach, der braucht ja Benzin. Ach, so ein Shit. Ja, müssen wir das halbieren. Halbieren. So, den da rein. Den da rein. So, dann kann das nämlich schon mal nachgaren. Jawohl. So, ups. Wo bist du im Haus? Bock? Nee. Wo denn? Unten am Strand. Richtung Roten Tower. Ach, da muss ich ja extra runter jetzt. Ne, ich komme gerade hoch, weil da hat sich ein Dino mit eingemischt, der da nichts zu suchen hat. Ach so. Ich bin in meinem Haus, ne? Ich habe das Fleisch bei mir. Gibt's da einen ordentlichen Fußweg hin? Da gibt's einen Fußweg hin, ja. Bei mir das Tor raus, ne? Ja. Aber meinst du wirklich, wir können von dort aus starten? Weil dann bräuchten wir nämlich nicht so weit weg, ne? Um die Brut mal. Es könnte aber gut sein, weil jetzt in dem Gerät, wo wir vorhin waren, bei dem Grünen, da waren ja auch alle anderen aufgeführt. Ja, ja. Wie gesagt, ist ein Versuch wert, ne? Weil wir werden wahrscheinlich da hinten landen, ne? Aber dann ist es nicht so weit weg. Dann können wir gleich in unserem Bett wieder aufwachen. So, wo hast du das Fleisch, Wipe?
Ey! Von dem Fleischweib! Der hat einen ganz roten Mund schon. Der merkt gar nicht seine aufgeplatzte Lippe hier. Warte, ich schmeiß raus. Da. Fallen lassen. So, schmeiß dir das mal vor die Füße. Wo ist denn der Rest? Ich hab doch noch mehr gehabt. Ach, warte mal. Ich hab 700 für dich. Wo habt ihr noch? Reicht? Die 400 reichen erstmal. Ist gut. Dann esse ich heute den Rest auf. Ja. Oh, jetzt hab ich vergessen, die blöde Flasche voll zu malen. So eine Scheiße. Kannst du hier unten am Wasser machen. Ja, muss ich extra wieder hinlaufen. Keine Lust. Ja, wieso? Wir müssen ja wieso da lang. Ich bin ja noch gar nicht so weit. Seppel. Nein, nix Seppel. Seppeline. Ich hab doch noch gar nichts fertig. Achso, wir wollten noch mal schauen, was wir alles noch haben, ne? Ja, uns fehlt aber doch einer, Leute. Warte mal, die waren grün, die beiden. Also wir haben noch einen des Gewaltigen. Und dann haben wir aber keinen passenden mehr, meine ich, für... Hol bei mir den noch raus. Ach ja, du hattest auch noch einen. Warte mal, das kann ich nochmal eben machen. Jetzt in dieser Folge kommen wir sowieso nicht nochmal los. Ja. Aber den zweiten müssen wir noch, also den einen müssen wir nochmal holen, wo wir vorhin waren. Den hab ich ja noch. Ach, das ist der, dann fehlt uns trotzdem noch einer. Achso, warte mal, kann ich hier rein? Ja, aber das ist, naja, gut. So, mal sehen, wo du den hingepackt hast. Neben der Mörserkiste. Neben der Mörserkiste. Neben der Mörserkiste. Ja. Ich hab ihn. Okay. So, dann haben wir diesen einen. Das war des Jägers. Genau. Weißt du noch, welche wir brauchen, Spock? Des Gewaltigen, des Jägers und... was war das andere? Oh ja. Ich bin auch froh, dass ich nicht alleine so vergesslich bin. Ui, ui, ui. So. Mal gucken. So, dann haben wir jetzt hier. Das Gewaltchen haben wir jetzt und wir haben auch des Jägers noch ein. So, ich lasse dich jetzt mal hier drin. Damit die nicht abhanden kommen. Weil meine Wie hieß denn der dritte? Was war das? Ja, ich bin gerade auf dem Weg dahin, da kann ich wieder sagen. Ja, das wäre cool. Weil da müssen wir nämlich dann nochmal in die entsprechende Höhle. Ich glaube, die war oben oder oben rechts war noch eine Höhle, da hatten wir, glaube ich, was geholt. Die war auch nicht ohne. Was ist eigentlich mit meiner Kleidung? Ich stehe hier rum und... Ja, oder aus der engen Eishöhle. Kann auch sein, dass das Ding fehlt. Ja. Wo wir vor kurzem mal waren, ne? Ich werde hier nochmal weitermachen. Ah, jetzt geht's, ja. Ach, das Leder. Ja, das Leder. Ohne das... Ledergürtelschicht. So, da. Den. Ja, der sortiert es immer neu. So, jetzt haben wir zumindest... Ah, die Käppi ist schon mal fertig. Jetzt müsste nur eine... Jetzt brauche ich schon wieder Leder. Ich glaube, jetzt renne ich da nochmal runter und hole mir welches. Gucken. Der Groß ist da Tiere geben, die ich platt machen kann. Moment. Moment. Ich werde mal die mitnehmen. Dann brauche ich noch Pfeile. Gewaltigen Jägers und des Schlauen. Dann haben wir den Schlauen nicht. Was heißt denn schlau auf Englisch? Clever, ne? Gute Frage. Ich glaube, das ist der Clevere. Warte mal. Das war...
Was haben wir denn da? Ach nee, das war... Wo haben wir die her? Oben bei den Bergen irgendwo, meine ich. Ich erinnere mich nicht, dass da eine Höhle war oder so. Wir waren in der engen Eishöhle, wir waren in einer Unterwasserhöhle. Ja. In der anderen Eishöhle, wo wir elendig verreckt sind, haben wir das Artefakt, glaube ich, noch nicht rausgekriegt. Stimmt. Dann waren wir in der Chitinhöhle, ganz rechts unten. Und in der Mitte war auch noch eine Höhle. Und zwar so bei 65, ja, 67 ist das wohl, 53 etwa. Oder ist doch 53, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie wir an die andere gekommen sind. Aber clever heißt doch, oder ist das etwa aus der Tiefsee gewesen? Wo wir diesen... Ich muss mal kurz Translator anschmeißen hier. Clever heißt, so viel ich weiß, schlau. Wo ist es denn? Eigentlich schlau, ne? Ja, ja. Aber mein Englisch ist halt nicht so doll. Das ist nun mal so. Ich habe das halt sehr spät gelernt. Nee, das ist es nicht. Nee, das muss... Das kann nur der nur clever sein. Klug. Klug heißt das. Klug. Schlau. Ja, genau. So. Gut, dann habe ich dazu auch Daten. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir da schon waren. Oder wann wir da waren. Das muss schon sehr am Anfang gewesen sein. Weil das wäre bei etwa bei 41 zu 39. Das ist auf diesem Berg oben. Habt ihr gefunden? Nee, ich kann gerade... Ich konnte auch noch nicht gerade... Ja, okay. Wir müssen ja sowieso ein bisschen mehr Vorbereitungszeit haben. Ja, ja. Alles klar. Das werden wir wahrscheinlich auch noch gar nicht in der nächsten Folge schaffen, weil wir müssen die Lederrüstung wenigstens aufpeppen. Ne? Ja. Mal gucken, ob wir ein paar Granaten oder was machen können, mit denen wir uns nicht selber umbringen. Müssen wir sehen. Ja, ich weiß nicht. Müssen wir mal schauen, was wir da an starken Waffen haben. Irgendwas wird sich finden. So, ich wollte Leder holen, genau. Ich werde jetzt auf Jagd gehen. Hast du heute Pfeile mit? Nö, die sollte ich vielleicht mal mitnehmen, ne? Alle verloren, glaube ich. Oh, hallo. Muss ich auch neu machen, genau. Oder? Ja, ich muss nochmal Pfeile machen. Okay. Wer würde mal das Ding anschmeißen hier? Fasern, Feuerstein, Stroh, Fasern. Fasern. Feuersteine, wo hab ich die denn eigentlich? Oh Mann, ist das eine Unordnung hier. Da sind Feuersteine. Stroh, habe ich gesagt, ne? Stroh. Achso, halt, die haben wir hier. So, das haben wir. Okay, Pfeile. Machen wir Pfeile, so. Ja, ich mache ein paar mehr. So.
Okay, kann laufen. So, dann eiern wir mal los und gucken mal, was wir jetzt an Material bekommen. Ich werde kein Tier mitnehmen. Warte mal, der Bari könnte uns mir helfen, ne? Der beißt doch immer ganz schön zu, unser Bari. Ja. Doch, raus damit. Ach, du hast ja noch gar kein Gewicht. Warte mal, da müssen wir dir aber mal Gewicht verpassen. So. Komm. Wir wollen ein bisschen... Oh mein... Du bist ja noch lange nicht gelevelt. Ich gehe mal auf Lederfang. Ja, also die Armee ist beim roten Obelisken versammelt. Hast du schon hingestellt alle? Ja, klar. Wir sind doch noch gar nicht so weit. Wir sind weit weg davon. Oh, da kommt gerade. Halt. Ey, was machst du denn? Halt. Bleib stehen bleiben. Ja, ich bin etwas langsam durch die Arbeit, die ich in der Pfeilfabrik in mir drinnen aktiv ist. Da wird man leider langsamer bei. So, was haben wir denn hier? Aha. Ich habe wieder diese Figuren. Das habe ich noch nicht gecheckt. Wofür brauche ich diese Figuren? Als Zugangsberechtigung oder was? Nein, die findet ja im Inventar nicht. Die Figuren sind ja einfach nur zeigen ja nur an, was alles in den Gebiet am Boss ist. Ach so. Oder auf der Map viel mehr. Ja. Oh, so kommt, so besorgt man Leder, Leute. Also 15 Dinos haben wir hier jetzt stehen. Oh Mensch. Ja, voll. Hör mal auf. Jo, Bari hat wieder gelevelt, sehr schön. Ist hier. Durchgefressen. Ei, du bist auch zum Durchfressen, komm her. Ja, ja, ja. Oh, Moment, wir müssen mal ganz schnell tauchen gehen. Gefressen. Oh Mann, jetzt muss ich dich aber wirklich leveln. Ich glaube, du brauchst mehr Kampfkraft, ne? Ach, du hast ja auch keine Geschwindigkeit, Mensch. So. Komm. Auf, wie geht's? Ja, das sieht schon besser aus. Leder, Leder. Also 5 Dinos könnten wir noch mitnehmen, falls ihr noch irgendwas von euren Dinos da... Ja, ich überlege, ob wir nicht einfach vielleicht so Triceratops mitnehmen oder so. Im Grunde ist es doch egal, was wir hin. Ändern höchstens doch mal ein Sammy oder sowas. Was macht Sammy? Ach, Sammy ist der Säbelzahn, ne? Nee, der andere. Also wie gesagt, Platz für 5 hätten wir noch. Ja, okay. Aber 15 finde ich schon eine beachtliche Kampfkraft. Ich bin jetzt etwas pessimistischer. Das höre ich ja zum ersten Mal aus deinem Munde. Ja, weil die auch teilweise ja nicht voll ausgelevelt sind, ne? Ja, ja. Tut mir leid, ich brauche Leder, Leute. Da fressen wir alles, was uns in den Weg kommt. Du bist auch dran, du wirst von hinten aufgefressen, so. Das ist eine Schildkröte, fressen wir auch auf.
wir hier noch? Ich glaube, wir kriegen gerade in den Sumpf. Das ist nicht gut. Doch. Das war doch klar, dass das kommt. Was können wir dir denn noch geben? Du musst doch... Böswillige Unterstellung. Der Schlauen fehlte, ne? Das Artefakt, ne? Ja, der Clever... irgendwas Clever. Ich glaube, wir müssen einfach schneller werden. Ja, komm, bist du weit? Was ist da hinten los? Sie haben viel Leder. Komm, wir holen uns das. Weg. Der trampelt auf uns runter. Siehst du das? So. Böse Schlange. Böse Schlange. Ja, komm, wir müssen hier weg. Hier ist nämlich Sumpfgebiet. Beweg die Spitze. Noch mehr Leder. Ich glaube, du bist überfressen. Ah! Wer kommt hinter uns her? Der stampft uns zu Tode. Komm her, du willst zu Leder bearbeitet werden, ja? Prima. Danke. Schnell gucken, ob ja, ihr Lieben, wie es weitergeht, sehen wir dann in den nächsten Folgen. Mal schauen, ob wir das Artefakt doch passend kriegen, was uns noch fehlt. Dann würden wir es noch mal mit unserer Privatarmee versuchen. Ja, genau. Und dazu wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Macht es gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut, gut wäre ein Däumchen nach oben, Abo, Glöckchen, liebe nette Kommentare, konstruktive, sachliche Kritik. Bitte keinen Daumen nach unten ohne Begründung. Und dafür mögen wir euch auch ganz besonders gerne. Und wir sagen tschüss. Tschüss. Tschüss und vielen Dank für Abo, Like, die Glocke.